Kann ich davon vielleicht ein paar sehen, dass ich weiß, dass ihr wirklich habt? Ich zeig die ungern so. Also ich hab irgendwie so um die, ich glaube 200 normale Nox und um die 50 gemoddete Nox. Ich, ungefähr so. Andersrum. Wie? Ja, 200 gemoddet hattet ihr doch gesagt. Oder wie? Ach, stimmt. Ja. Eine Sache hätte ich auch noch, die ich euch noch anbieten könnte. Das ist eine 101-Waffe. Die gibt's nur einmal im Spiel. Das Ding ist, die ist halt schon wirklich übertrieben viel wert. Also dann hätte ich gern alle Nox dafür. Und da würde ich auch noch nichts dazugeben. Also keine Sonnen oder sowas. Alles klar. Steve, warum bist du auch alt? Schauen wir uns das Ganze doch mal an. So, was wir hier für wunderschönen Nocturnus haben. Wenn du diesem Video in den nächsten 5 Sekunden keinen Daumen nach oben gibst, ach, wisst ihr was, es passiert dann gar nichts. Ich glaube, das wisst ihr auch alle. Aber es lohnt sich trotzdem, denn zum einen könnt ihr mich so mega supporten und zum anderen könnt ihr so auch an meinem Giveaway teilnehmen. Also macht's doch einfach und gut ist. Dankeschön. So Leute, und damit ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge einer Scammer wurde gescammt Story auf meinem Kanal. Und Jungs, wir haben heute 2 Scammer so übertrieben nice um 250 Black Scars hochgenommen. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Falls ihr noch nicht wisst, worum es sich bei diesem Format handelt, dann schaut natürlich vorher kurz einmal in der Videobeschreibung vorbei. Da ist das Ganze natürlich für euch erklärt. Und Jungs, für die, die sich jetzt fragen, warum kam ein Jahr keine Videos? Das liegt einfach daran, dass jetzt am 8.10. mein erster neuer Song unterwegs endlich rauskommt. Mit den Jungs heute unterwegs, ich will eigentlich nach Hause, aber wieder viel zu spät. Bruder, lass noch einen rauchen, ich frag mich, was heute noch geht. Hab paar tausend auf dem Konto, trotzdem Steinen auf dem Weg, ja, mit den Jungs heute unterwegs, ich will eigentlich nach Hause, aber wieder viel zu spät. Bruder, lass noch einen rauchen, ich frag mich, was heute noch geht. Hab paar tausend auf dem Konto, trotzdem Steinen auf dem Weg, ja, Manche Leute von euch kennen ja schon meinen alten Song Feeling. Falls ihr den nicht kennt, dann hört euch den gerne an. Das könnt ihr hier auf meinem YouTube-Kanal machen oder auch unter Neko331 auf Spotify. Und genau die Leute, die diesen Song halt schon kennen, die wissen, dass ich mir bei sowas immer extremst viel Mühe gebe und dass ich den nicht einfach nur so hinklatsche oder dann sage, ja, hier habt ihr einen 100k-Song, sondern das soll wirklich einfach nur ernst gemeinte Musik sein, die man sich einfach so geben kann. Und ich hoffe natürlich, ihr seht das bei dem Song wieder genauso. Bei Feeling war das Feedback wirklich einfach nur komplett geisteskrank. An der Stelle nochmal ein Dankeschön dafür. Und falls ihr jetzt gespannt auf den neuen Song seid, ihr könnt das ganze Ding jetzt schon speichern auf Spotify über den Pre-Save-Link unten in der Videobeschreibung. Und damit natürlich auch ihr was davon habt, könnt ihr auch eine Menge gewinnen. Und zwar jeder, der diesen Pre-Save-Link benutzt und somit den Track jetzt schon auf Spotify für sich speichert, hat die Chance auf 25.000 Sonnen. Einfach so. Plus es gibt noch gemoddete Waffen, wie zum Beispiel eine 8-Perk-Belagerungsbrecher mit Doppelelement, plus eine Phantom mit Doppelelement, plus ein Kürbiswerfer mit Naturelement. Und es gibt auch noch die 250 Black Scars, die ihr in diesem Video seht, obendrauf. Das ist das größte Gewinnspiel, was ich jemals auf diesem Kanal gemacht habe. Und falls ihr daran teilnehmen wollt, dann wie gesagt einfach nur den Song pre-saven über den Link in der Beschreibung. Und das war's noch nicht mal, sondern für alle Leute, die mir noch auf Spotify folgen, gibt es noch einmal 10.000 Sonnen und 50 Black Scars obendrauf. Und für alle Leute, die mir auf Instagram folgen, den Namen seht ihr hier oben rechts eingeblendet, Neko-YouTube, gibt es auch nochmal 10.000 Sonnen. Ihr könnt auch an jedem von diesen Giveaways einzeln teilnehmen. Das heißt, wenn ihr jetzt am Insta-Giveaway teilnehmen wollt, dann müsst ihr nicht unbedingt den Song dafür pre-saven, sondern ihr könnt mir halt auch nur auf Insta folgen. Aber dafür gibt es dann halt auch nur 10.000 Sonnen im Gegensatz zu den 45.000, falls ihr alle gewinnen solltet. Und Jungs, es ist halt auch wirklich einfach ein geisteskrank großer Support für mich. Ich habe da Unmengen an Zeit reingesteckt. Wie ihr wisst, ich mache das immer alles selber. Ich habe den Song selber geschrieben, bearbeitet und so weiter und so fort. Bei Mastering nochmal Grüße gehen raus an Loco106. Vielen Dank an der Stelle nochmal für deine Hilfe. Plus es soll auch noch ein Musikvideo dazukommen, was ich selber mache und. Ihr wisst, es steckt eine unglaubliche Menge Arbeit da drin. Und falls ihr einfach mich supporten wollt, dann pre-save das Ding, folgt mir auf Spotify und auf Insta. Da kommen auch alle weiteren neuen Infos jetzt zu dem neuen Track, plus erste Hörproben und so weiter und so fort. Und als kleines Dankeschön an euch, an alle, die mich in der Hinsicht supporten, gibt es dann halt noch diese Giveaways, wo ihr insgesamt einfach 45.000 Sonnen gewinnen könnt, wo ihr insgesamt 300 Black Scars gewinnen könnt und auch noch gemoddete Waffen. Was will man mehr haben? Aber ich möchte euch jetzt auch gar nicht hier länger nerven oder weiter drumherum reden, sondern wir starten jetzt direkt ins Video rein. Nochmal danke für jeden, der mich supportet und let's go!
Abgesehen von den mega nicen 10 Energiekürbiswerfern, die ihr jetzt jeden Tag gewinnen könnt, könnt ihr auch noch einen OG-Account gewinnen, sowohl mit Skizzen für Rette die Welt, als auch mit Skins für Battle Royale. Und eventuell ist ja sogar genau der OG-Skin dabei, den ihr schon immer haben wolltet. Weitere Infos dazu unten in der Videobeschreibung. Was ihr tun müsst, einfach nur meinen Creator-Code in den Item-Shop eintragen, erstmal hier noch ein fettes Dankeschön an alle Supporter, dann ein Like dalassen und diesen Kanal abonnieren und zu guter Letzt dann auch noch einen Kommentar schreiben, und zwar mit eurem Epic Games-Namen, sowohl als auch dem Hashtag CreatorCode. Und jetzt noch viel Spaß mit dem Video. Hallo? Könnte ich mich hören? Ja, hallo. Ja, ja. Okay, perfekt. Ihr wart die vom Discord-Server mit den ganzen richtig gemoddeten... Das hattet ihr? Gemoddete Scars oder gemoddete Nox oder Phantoms? Ja, irgendwie sowas? Wir hatten Belagerungsbrecher, Phantoms und Nocturnus, ja. Gemoddet. Okay, aber von den Nox hattet ihr die meisten, habt ihr gesagt, ne? Richtig, ja. Gut, ja, weil von Nox brauche ich immer am meisten. Ich keine Ahnung warum, aber Nox sind einfach die beliebtesten Waffen. Warte, kommt erstmal raus. Ja, okay. Was habt ihr denn für welche? Nocturno, Blissel 119, gemoddet. Mhm. Also diese alten 121er Waffen sozusagen. Ja. Dann noch 119er Phantom gemoddet. Und ja. 8 Perks, Belagerungsbrecher, Doppelelement. Habt ihr die Phantoms und Nox auch mit Doppelelement? Ja, die sind Doppelelement. Also, okay, die habt ihr auch beide. Kann ich davon vielleicht ein paar sehen, dass ich weiß, dass ihr wirklich habt? Ja, nur zwei Elemente sieht man halt nicht. Kann ich zeigen. Man sieht halt nur ein Element. Achso, ja, ja, das ist klar, aber ich meinte, ob ihr die einmal droppen könnt, ob das okay wäre. Also wenn nicht, dann ist okay, aber dann könnte ich halt einmal direkt sehen, ob ihr jetzt die wirklich habt. Ja, ich habe Angst, dass ich gescammt werde. Ja, das ist klar verständlich, aber ihr könnt gerne Aufnahmen oder sowas machen. Für eine Waffe würde ich euch nicht scammen, Jungs. Ich hab mein ganzes Inventar damit voll. Ja, okay, ich vertraue dir. Ihr könnt mir immer eine einzelne geben und dann können wir erstmal schauen. Ja, ich zeig dir erstmal. Alter, ja, okay, eine. Die ist schon mal nice. Warte, ist sogar die 8 Perk. Alter, ja, okay. Die ist schon mal sehr wild. Guck mal, ja, kannst du auch sammeln? Und ja. Ja, ich kann die auch sammeln. Und die anderen würde ich dann halt im Trade geben. Also zeigen eher nicht, weil die ein bisschen wertvoll ist. Ja, ja, okay, aber zumindest noch ein Doppelelement-Waffe ist jetzt nicht so viel wert. Vielleicht 200 Sonnen oder so. Da, guck mal, ich lege hier einfach 200 Sonnen hin und dann ich vertraue euch da jetzt einfach mal kurz. Ich lege die einfach hier hin. Oder 250 ja. Sind das sogar. Und jetzt kannst du die hier hinlegen. Dann sind wir sozusagen safe. Weil wenn ich dich scammen wollte, könntest du einfach die Sonne nehmen. Zeig mir einfach, oder eine Phantom, irgendwas einfach. Irgendein Doppelelement einfach nur. Da ich weiß, dass ihr auch Doppelelement habt. Weil das wäre am wichtigsten. Die sind einfach die beliebtesten Waffen. Ja, ich zeig die ungern so. Aber einmal, du hast doch hier die Sonnen da. Die kann ich ja gar nicht scammen. Ja, aber du kannst einfach kicken, dass das Problem. Ja, aber dein Freund ist ja noch da. Ich kann dich ja nicht gleichzeitig scammen. Er kann sich einfach hinter die Sonne stellen. Dann kannst du einfach kurz irgendeine Phantom oder irgendwas anderes mit Doppelelement, ich weiß nicht, was habt ihr noch? Nox oder sowas, einfach was dir am liebsten ist mit Doppelelement, kurz einmal droppen und dann gebe ich sie dir direkt wieder. Ja, dann hier, die Phantom sind hier. Für mich! Ja, okay. Hilfen. Ja, passt. Warte, dann kannst du es zurücknehmen. Danke. So, ich glaube, wir sind auch mittlerweile einfach da angekommen. Um 200 Sonnen scammt halt einfach auch niemand mehr. Das lohnt sich so oder so nicht. Also, ich glaube, wir können da relativ jetzt ehrlich miteinander sein, einfach. Okay, Jungs. Ja. Aber wir wollen ja nicht nur eine Waffe traden, sondern ihr habt ja gesagt, ihr habt wie viele Nocturnos? Über 200 Nox. Über 200, so. Richtig. Über 200 in Richtung 250 oder über 200, so 205? 250 ungefähr, ja. Okay, ja, okay, nicht schlecht, das ist schon mal sehr gut. Und die sind alle gemoddet, oder? Also ich hab irgendwie so um die, ich glaube 200 normale Nox und um die 50 gemoddete Nox. Ich, ungefähr so. Andersrum. Wie? Ja, 200 gemoddet hattet ihr doch gesagt, oder wie? Ah, stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall. Okay, alles gut, so. Warte, dann komm schon mal rein hier. Ja. Ja, warte, zu deinem Freund. Okay. Also, 200 gemoddete und 50 normale, habe ich jetzt richtig verstanden, ne?
Er hat 200 gemoddet und 50 normale, also ich habe mich gerade eben vertan, ja. Okay, alles gut. Und wie viel wollt ihr für diese 200 gemoddeten Nox haben? Also ich würde euch gerne auch alles uptraden, was ihr dabei vertraden würdet, weil für Giveaways, Streams und sowas brauche ich die sowieso immer. Ich will jetzt hier anfangen zu streamen, das heißt, ich brauche eine Menge. Und alle, die ihr davon hergeben wollt, würde ich euch auch uptraden. Also wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ihr wollt noch ein paar behalten, dann könnt ihr es auch machen, aber im Prinzip würde ich euch alle abnehmen. Ja, die können wir alle geben, wenn du uns einen super Preis gibt. Ja, was wollt ihr denn haben? Wollt ihr Sonnen haben, Waffen? Also, ich würde gern Sonnen haben. Zeus, was würdest du nehmen? Ja, Sonnen wären gut auf jeden Fall. Okay, ja, Sonnen ist kein Problem. Ich hätte aber, obwohl, warte, eine Sache hätte ich auch noch, die ich euch noch anbieten könnte. Das ist eine 101-Waffe, die gibt's nur einmal im Spiel. Das ist, ich weiß, ich habt ihr vielleicht schon mal in einem Video oder sowas von mir gesehen. Das ist diese lodernde Masamune des Gründers. Die ist halt auf Obsidian und Blitz Level 50. Ist im Prinzip der gleiche Mod, beziehungsweise gleiche Glitch wie bei den 121er-Waffen, aber halt viel seltener. Die gibt's halt nur ein einziges Mal im Spiel. Die wurde für mich einmal gecraftet und danach wurde die Skizze direkt zerstört. So, oha. Warte. Das hört sich interessant an, ja. Die ist ja noch komplett voller Haltbarkeit. Also die ist halt schon übertrieben viel wert. Die ist auch im Prinzip echt Geld wert. Also ich habe da schon Angebote für bekommen, auch Echtgeldangebote für bekommen. Habe ich natürlich nicht angenommen. Zum einen, weil man keinen Echtgeldhandel machen kann, darf natürlich in Fortnite. Und zum anderen einfach, weil es meine Lieblingswaffe ist. Die will ich nicht vertraden eigentlich. Aber Ich war jetzt halt lange weg. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was die Sachen wert sind. Deswegen würde ich sie hergeben. Und auch einfach, weil mir die Streams wichtiger sind, als dass ich da irgendwie eine Waffe im Lager habe, weil ganz ehrlich, am Ende mache ich damit eh nichts. Und ich würde sie hergeben. Das Ding ist, die ist halt schon wirklich übertrieben viel wert. Also dann hätte ich gern alle Nox dafür und da würde ich auch noch nichts dazu geben. Also keine Sonnen oder sowas. Okay, könnte ich in Discord hier Übertragung sehen, dass die moderne Masamune wirklich echt ist? Ja, safe, können wir machen. Aber das mache ich immer nur unter einer Bedingung. Also ich kann euch gerne eine Bildschirmübertragung anmachen. Ich weiß nicht warum, aber mein Discord spackt dann immer rum, wenn ich eine anmache. Und es kann anfangen zu laggen, zu ruckeln. Deswegen droppe ich dann nie als erstes, weil es ist mir schon übelst oft passiert, dass ich dann gescampt werde. Und bei so einer Waffe mache ich das dann nicht. Also wenn, dann müsst ihr als erst droppen, aber dann kann ich auch eine Bildschirmübertragung anmachen. Das ist dann kein Problem. Okay, könntest du dich umdrehen und Bauplan bitte anhaben? Ja, okay. Also soll ich dann jetzt die Übertragung anmachen? Ja, am besten schon, ja. Ja, okay. Ihr spielt auf PS4. Machen wir dann das einfach übers Handy oder so? Habt ihr das Handy gerade da? Ja, haben wir. Ja, okay, perfekt. Warte, dann rufe ich dich mal eben kurz über Discord an. A few moments later. Okay, warte, ich zeig dir einmal hier die Waffe. Siehst du, Blitz Level 50, Material ist Obsidian. Warte, ich habe sogar zwei im Inventar, die andere ist aber normal. Warte, die kann ich einmal droppen, dass ihr wisst, dass ich nicht die falsche droppe. Kannst du aufsammeln? Okay. Das ist eine ganz normale nur gewesen jetzt, die ich dir gedroppt habe. Ja. Einfach nur, behalt die ruhig. Einfach, damit ihr wisst, dass ich nicht die falsche droppe. Damit ihr wisst, dass ich nicht scamme. So, ihr seht's hier gerade. Blitz Level 50, Obsidian, 4 Sterne, Level 10. Das passt nicht zusammen, ne? Das ist sozusagen ja der Glitch an der Waffe. Okay, aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht als erstes droppen. Das heißt, wenn ich die Bildschirmübertragung anlassen soll, dann müsstet ihr als erstes droppen. Ist okay für euch? Ich kann auch, wenn ihr wollt, kann ich auch hier diesen Bauplan in die Hand nehmen. So, mittlerweile wurde das ja gefixt. Man kann da nicht mehr ins Inventar gehen. Früher konnte man ja beides gleichzeitig drücken und dann konnte man, dann ging das nicht. Du kannst auch, wie gesagt, gerne einmal ausprobieren. Versuchst du einmal aus, es geht nicht. Ja, nee, das geht nicht. Das geht doch nicht. Warte, dann kann ich den Bauplan einmal in die Hand nehmen. Dein Freund kann ja sogar aufpassen. Und warte, wollt ihr eine Falle oder sowas dran machen? Dann kann ich die auch nicht bearbeiten. Wenn ich Bauplan in der Hand habe, kann ich die auch nicht zerschlagen. Warte, dann können wir eben eine Falle dran machen. So. Das heißt, ich nehme jetzt einfach Bauplan in der Hand. Falle ist dran, ich kann nicht bearbeiten, ich kann nicht zerschlagen. Ich vertraue. Ich kann auch gerne einfach noch ein Feld zurückgehen. Das ist auch kein Problem. Ich verstehe das ja. Das ist eine Menge Zeug und so weiter. Dann seht ihr direkt, wenn ich komme. Und ich kann nicht zerschlagen, weil ich den Bauplan in der Hand habe. Weil dann kann ich die Spitzhacke nicht in die Hand nehmen. Kannst du auch ausprobieren, gerne, wenn du willst. Okay, ich jobbe nur ein bisschen. Ja, ihr könnt gerne erstmal ein bisschen was droppen. Ich kann auch mich auch erstmal hier bewegen, gar kein Problem. Wenn so, ich mich bewege, dann kann ich ja auch nicht im Menü sein, wisst ihr. Ja, ich jobbe erstmal nur die Hälfte an Modded Waffen. Mhm, das sind... Oh, ja, ich dachte gerade, das sind wenig, aber das sind doch nicht wenig. Das sind jetzt alles Gemoddete, komplett.
Ja, da fehlt noch ein bisschen. Ja, aber die sind alle gemoddet, die du gerade droppst, richtig? Ja, die sind alle gemoddet. Nicht schlecht. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, so viele auf einem Platz. Ja, also wie viel würdest du anbieten an Sonnen? Ne, keine Sonnen, dann haben wir ja gesagt. Nur die eine 101-Waffe. Aber die schon... Ah. Also die ist einiges wert. Die safe 1 Million Sonnen oder sowas wert. No, also das ist nicht mal übertrieben. Okay. Das ist immer noch Bauplan, dann, also da sind die ganzen gemordeten Waffen. Das sind komplett jetzt alle? Wie viel liegen da jetzt? Sind es schon die 200? 200 nicht, weil ich gerade eben gesagt habe, erstmal die Hälfte. Achso, ja, stimmt, genau. Beim zweiten Trade können wir die anderen Logs noch geben. Also kann ich die noch geben. So. Also, aber das geht ja schwierig in zwei Trades. Ich habe ja nur eine Waffe, die ich euch anbieten kann. Also ihr müsstet halt alles gleichzeitig machen. So, ihr könnt gerne erstmal eine Hälfte machen. Ich kann ja, damit ihr sicher geht, dass ich euch nicht kicke. Weil, guck mal, hätte ich euch scammen wollen, hätte ich euch jetzt schon gekickt. Dann hätte ich 100 Nox einfach so for free bekommen. Du willst 200. Ja, eben. Ich will ja 200 haben. Und jetzt liegen da ja 100. Das heißt, wenn ich euch scammen wollte, dann könnte ich euch jetzt einfach kicken. Dann hätte ich 100 for free bekommen. Ohne Stress, ohne gar nichts. Das heißt, Jungs, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber ihr könnt mir vertrauen. Macht von mir aus eure Aufnahme oder sowas an. Also, ich stopp jetzt noch die anderen Nox. Also die nicht gemoddeten. Mhm. Und jetzt liegen da jetzt schon die 200 gemoddeten oder sind es immer noch die 100? Das sind erstmal noch die 100. Gleich kommen die anderen 100. Bitte scam nicht. Wir haben wirklich Angst um die ganzen Logs. Jungs, ich kann euch nicht scammen. Ich laufe hier die ganze Zeit mit dem Bauplan im Kreis. Ich bin zwei Felder von euch entfernt. Ihr habt die Bildschirmübertragung an. Was soll ich machen? So, das sind die ganzen normalen und dann job ich noch hier die anderen, die noch gemoddeten. Das sind jetzt die kompletten 200 und 50 normale auch. Oder wie? Ja. Ja, okay, die hättet ihr sogar theoretisch spalten können, die brauche ich nicht. Aber die kann ich euch auch gleich dann einfach zurückgeben. Okay. So, ich würde einmal kurz die Bildschirmübertragung ausmachen. Ich kann euch noch mal mein Inventar zeigen. Ich habe keine andere Masamune im Inventar. Das ist mein einziges Schwert. So. Richtig. Hier, ihr könnt es komplett durchsehen. Das ist mein einziges Schwert. Ich würde sie jetzt ausmachen, damit das Spiel nicht irgendwie crasht oder sowas, weil jetzt hier so viele Waffen liegen. Ist es okay für euch? Ja. Ich bewege mich hier weiter. Bauplan ist in der Hand. Okay, dann mache ich es jetzt kurz aus. 12 seconds later. Alles klar? So, Bauplan ist weiter in der Hand, seht ihr ja. Und soll ich jetzt einfach droppen oder? Ja, wäre gut. Alles klar. Steve, warum bist du noch alt? So, Jungs, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns doch mal an, ob die guten Jungs hier gelogen haben. Oder ob das wirklich 200 gemoddete Nox sind. Ich sag's euch, wie es ist. Wenn es 200 gemoddete Nox sind, das glaube ich auf gar keinen Fall. Die haben sich dauernd widersprochen. Die haben dauernd neue Angebote gemacht. Die haben gestottert wie sonst was. Wenn das wirklich welche sein sollten, dann kriegen sie meine 101 lodernde Masamune geschenkt. Die dürfen die alle behalten dann hier. Alleine für den Schreck. So, schauen wir uns das doch mal an. Alles schon mal 130 Nocturnus, gutes Zeichen. Sammeln wir die erste auf. Ja gut, ich habe keinen Inventarplatz, das ist natürlich wieder sehr gut. So, schauen wir uns das Ganze doch mal an. So, was wir hier für wunderschönen Nocturnus haben. Alles schon mal Brightcore. So, und wir haben eine normale, eine normale, eine normale, eine normale, eine normale, eine normale, eine normale und noch eine normale. Das heißt, es sind dann vielleicht, was weiß ich, 6 bis 10 gemoddete Waffen drunter, wenn die überhaupt welche gedroppt haben. Weil die haben ja am Anfang nicht mal eine gemoddete Nocke. Hier sind sogar Phantom. Guck mal, hier ist sogar eine Phantom. Hä? Jungs, also wirklich, ja, völlig lost. Aber ich würde sagen, laden wir die Jungs doch mal ein. Wir haben jetzt hier 250 Nocturnus einfach auf ihren Nacken bekommen. Warum auch nicht? Kann ich schön verlosen. Gewinnspiel, Livestream. Zack, zack, zack. Werfen die hier wieder rein. Ich brauche die nicht. Ich lasse die gleich abholen aus meiner Base. Und dann können wir die easy verlosen. Ich bin soeben. Immerhin. Geworden. Danke, Jungs. Ich würde sagen, wir laden sie nochmal ein. Eine Ewigkeit später. So, Jungs. Ich habe gerade die Waffen mal durchgeschaut. Und von den ganzen Doppelelement Nocturnus habe ich tatsächlich keine einzige gesehen. Also, wen wollt ihr damit verarschen? Jetzt mal, okay. Das kann nicht sein. Ja, Jungs, ihr wisst ganz genau, dass das sein kann. Ihr wisst ganz genau, dass ihr mich scammen wolltet. Ihr mich auf dem Discord von mir wurde mir schon Bescheid gesagt, dass ihr Scammer seid. Ich probiere es immer selber aus, bevor ich irgendjemandem wirklich was wegnehme. Und es hat sich bewahrheitet, ihr seid Scammer. Jungs,
ich weiß, was ich dazu sagen soll, außer Dankeschön für 250 Nox. Aber komm mal in den Discord, wer hat uns alles in den Discord reportet? Das kann gar nicht sein. Im Discord haben unter anderem mein Admin hat eine offizielle Beschwerde gegen euch eingereicht, weil ungefähr 8 Leute euch reportet haben, innerhalb von einem Tag. Auf verschiedenen Accounts sogar noch. Das heißt, ihr habt euch auch noch verschiedene Accounts gemacht. Das kann kein Bug sein, bei sowas gibt's keine Bugs, das ist Discord, das ist mein Admin. Jungs, ich weiß, dass ihr scammt. So, Dankeschön auf jeden Fall für die 250 Black Scars. Ich habe jetzt damit den Beleg und ich habe auch noch ein schönes Video daraus machen können. Also, ich könnte nicht glücklicher sein, tatsächlich. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte? Ja, ich habe eins. Ja, dann immer raus damit. Hier, Müll raus, Müll raus. So Jungs, und damit wäre es das auch eigentlich sozusagen mit diesem Video gewesen. Natürlich sind Scar zockt und Zeus nicht die echten Scammer gewesen, sondern das war ja wie immer eine Scammer wurde gescammt Story. Wie gesagt, falls ihr nicht wisst, was das ist, schaut einfach in der Videobeschreibung vorbei, da ist es ganz genau erklärt. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe natürlich wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten Scar zockt, Zeus, wollt ihr noch irgendwas sagen? Ich grüße meine Oma. Oh, Grüße auf jeden Fall an die Oma, immer korrekt. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein und ciao.